Ah, da ist er. So, was dürfen wir diesmal machen? Hier irgendeine Stelle finden oder? Der Schatten braucht grünes Echo für seine Experimente. Sammle das ganze Echo ein, bevor es verschwindet. Verdächtiger. Habe ich wenigstens ein Fahrzeug? Lass mich verarschen. Okay, machen wir halt so. Holy shit! Okay, das ist echt viel. Heieieieiei. Das ist aber nicht cool. Kann ich zwar schön hier meinen Tony Hawk Skills mal frönen. Oder so tun, als ob. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Okay, wo ist das nächste? Da in der Mitte ist noch was. Ich möchte jetzt nur nicht den Gardisten irgendwie in die Arme laufen. Nein! Ach Gott! 44, eieiei. Nein! Nein, nein, nein! Darf ich Neustart machen, bitte? Das ging irgendwie. Erneut starten. Mission Neustarten, genau. Dankeschön. Habe ich gestern herausgefunden. Aber auch nur zufällig und auch zu spät, muss ich sagen. Vom Wendekreis her schon etwas anstrengend vielleicht manchmal. So, okay. Das heißt aber, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Das ist vielleicht doch nicht so wild, wie ich es dachte. Okay, es geht leider doch nicht so wie bei Tony Hawk. Dass man dann irgendwie mit einfach nochmal draufspinnen, dann den Speed dann erhöht. So, wunderbar. Okay, diese Ecke wäre jetzt schon mal gay säubert. Es tut mir so leid. Jetzt ernsthaft? Das hatte ich jetzt wirklich gestört? Ja, okay, ich meine, das war so ein Rabauken-Move. Ne? So mit so einem Skateboard quasi. Bei der Polizei. Ulla. Ah. Der Versuch war doch gar nicht mal so schlecht. Bisher zumindest. Ja, ich habe da eins verpasst, so eine Kacke. Egal. Bitte. Kriegen wir es ja doch so noch, ne? Alter, jetzt habt ihr aber echt was geraucht, ne? 23 fehlen noch. Ne, das schaffe ich niemals. Nee. Ich finde aber auch geil, dass das jetzt einfach nicht mehr auf der Karte angezeigt wird, wo noch hier was ist, ne? Also ich finde, das ist schon ziemlich dreist eigentlich. Außer der eine da vorne, der irgendwo chillt. Ja, war klar. Ja, schade, schade. Versuch war, denke ich mal so, aber gar nicht mal so schlecht. Eigentlich. Ich hasse Zeitscheiße, echt. Das ist echt nicht mein. Stopp, wir machen jetzt mal hier einmal gediegen. Was habe ich dir denn getan? Warum hat er mich denn jetzt schon wieder gesucht, Alter? Ach Mann, ey. Ohne Witz. Ich habe da wirklich nichts gemacht. Davor habe ich den einmal, ja, habe ich ein bisschen vielleicht den Wagen rasiert. Ist okay. Das verstehe ich, ja sogar noch, ne? Aber das letzte, da habe ich doch wirklich nichts gemacht. Also ich habe mir eigentlich, glaube ich, nichts vorzuwerfen. Ach, guck mal, wenn die da fünf Eierköpfe wieder da rumeiern. Ja, komm. Diese gottverdammten Scheißgardisten, echt. Ach Gott. Warum? Mann, das nervt mich wirklich. Das war auch ein guter Versuch. Okay, wo bin ich jetzt abgeprallt? Das würde mich echt brennend interessieren. Scheißmission. Scheißmission ist das, echt. Oh, wenn die ganzen Klotzköpfe sich mal hier verpissen könnten, ne? Echt. Nicht weglaufen. Ich finde das aber auf jeden Fall sehr nett von dem Spiel, dass wir da jetzt wirklich nicht unbedingt direkt in dem Ding drinstehen müssen, damit er es einsammelt. Wow, was ist denn da passiert? Okay, stopp. Wer? Was? Was? Was war denn da? Wen oder was habe ich berührt? Also jetzt mal ohne Scheiß. Da war doch keiner. Ich war jetzt auch nicht mehr. Ich fahre jetzt nur noch rum.
Ja, gut, okay. Ja, das ist natürlich extremst scheiße für meine Route, ne, wenn ich mich da nicht mal mehr umdrehen kann. Ja, komm, fahr mal erstmal hier lang. Zack, zack, zack. Dankeschön, Dankeschön. Dass ich meine Route jetzt auch abpassen muss, ne, ob da noch irgendwelche Penner im Weg stehen oder nicht. Das ist eigentlich richtig scheiße. Ich fahre jetzt gerade auch alles andere als optimale Route. Ach komm, leg mich doch mal schlecht. Ach Mann. Echt, wie kann das sein, dass die normalen Aufgaben so gediegen laufen, ey? Aber hier diese ganze Bonus-Scheiße. Mir echt den letzten Nerv raubt. Was sag ich, hab dich nicht berührt. Ich auch keine Gummiwand am Start. Gewitter? Ich kann doch echt brechen. Wo springt er denn auch wie so einen Bekloppten hoch, wenn er von seinem Scheißboard absteigt? Und hältst davon einfach abzusteigen. So wie das, was ich von dir auch möchte. Penner. Ich bin nicht dein Freund, Penner. So, okay. Machen wir nochmal ruhig. So, gehen wir erstmal hier nochmal entlang. Ich glaube, das ist auch von der Route her wahrscheinlich vielleicht sogar fast auch so gewollt, könnte ich mir vorstellen. Okay. Das war jetzt nur ein Sicherheitsabstieg. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, auch von der Zeit her. Nein, 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 nein. Ey, ich komme hier nirgendwo hoch. Ich werde wahnsinnig. Ach Gott, ich hasse es. Es ist doch so eine gottverdammte Dreckswichse hier, echt. Ich nehme 16 Minuten auf, ich bin schon voll am Abfacken, echt. Weil es auch einfach so dumm scheiße gemacht ist. Ich kann es leider nicht besser sagen. Und auch nicht freundlicher formulieren. Das ist einfach scheiße gemacht. Der, was hier mit dem abspringt, der da einfach einen Kilometer nach oben springt, der Affenarsch. Hier überall Gardistenpisser rumrennen, die willkürlich jemanden dann einfach angreifen. Und wenn ich in die reinfahre, okay, ne, dann ist ja auch Verletzung. Ich hasse dich. Oder sowas zum Beispiel. Wo war denn da eine Rampe? Das würde mich echt mal interessieren. Wo bin ich denn da gerade hochgesprungen? Da war doch, da guck schon wieder. Und ich drücke keinen Springen, ne, bevor ihr jetzt auf falsche Gedanken kommt. Ich drücke gar nichts. So, leck mich am Arsch, echt. Verpiss dich. Wag es ja nicht wieder irgendwie abzuheben mit irgendeiner Kacke, weil du denkst, ja, den ich will bestimmt da hochspringen. Ja, 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 ja. Kartoffelsalat. So, danke, danke. Fangen wir jetzt hier mal lang. Un, dos, tres, cuatro. Okay, sind nicht mehr so viele, die ich sammeln muss. War echt interessant zu sehen, weil ich eigentlich vermutet hatte. Na, guck mal, sind auch nochmal drei. Dass die Zeit eher das Problem ist. Aber nein, hier ist eher das Problem zu überleben. Das ist unglaublich, ey. So. Okay, irgendwo sind hier noch welche. Ich habe nur leider keine Ahnung wo. Die werden mir auch nicht mehr angezeigt. Ja, sowas ist aber auch dumm. Also tut mir leid. Entweder zeige ich mir alle an oder gar keinen, ey. Hier haben wir noch welche. Ja. Nicht schlecht. Ich lege beim Schatten ein gutes Wort für dich ein. Hä? Noch nichts entdeckt. Hä? Wä? Warum habe ich das jetzt geschafft? Ich verstehe nichts mehr, um ehrlich zu sein. Was? Achso, hab ich euch gar nicht gezeigt, Entschuldigung. Hier meine Spielzeit, ne? Wollte ich euch letztes Mal, also am Anfang der Aufnahme eigentlich noch gezeigt haben. Warum hab ich die Aufgabe... ist egal. Ich hab die Aufgabe geschafft. Auf jeden Fall, gegenüber dem letzten, der letzten Aufnahme sollte ich, glaube ich,
eigenständig, also ohne dass ihr dabei wart, jetzt nochmal 12 weitere Orbs geholt haben. Weil, ne, einmal Rennen auf Silber geholt und auf Gold und das gleiche nochmal für die Hoverboard-Geschichte. Oder Jetboard, wie auch immer. Und ja, ich hoffe jetzt nur nicht, dass es jetzt irgendwie verbuggt war, weil wir haben ja eindeutig ja noch offensichtlich ein paar gefehlt, die dann zwar auch nicht mehr angezeigt waren und, aber irgendwie habe ich die Sache jetzt geschafft. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß jetzt auch gerade einfach nur ein kleiner Bug vom Spiel, weil das Spiel sich vielleicht gedacht hat, okay, ich habe ja nicht gar keine mehr auf dem Radar, dann hat die ja alle eingesammelt. Andererseits stand auf der rechten Seite, dass ich glaube ich noch 2 oder 3 sammeln sollte. Nun, egal. Ich hätte es auch bekommen, wenn es auf der Karte da gewesen wäre, aber ich hatte noch mehr als genug Zeit. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und da habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen. So. Den Rest machen wir dann hiermit. Mal schön unter dem Highway her. Oh Gott, das war ganz schön knapp. Warum sind denn hier so viele Gardisten, ey? Soll ich mal verschnieseln? Verschüssel mal, Diesel. So. Holen wir uns auch mal unsere nächste Aufgabe dann erstmal. Guten Tag. Oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen randaliert draußen. Es ist töricht zu glauben, dass dieser Junge uns rettet. Er ist kein Gegner für den Metallschädel-Anführer. Oh, Jack, wir sprechen gerade über Samos Plan. Ronin sagt, deine Stimme klingt bekannt. Ich wette, ihr zwei Herzchen kennt euch von früher, nicht wahr? Ronin will, dass du dich würdig erweist, Jack. Du hast Mut und Stärke bewiesen. Nun musst du auch deinen Verstand zeigen. Ich finde zwar, sie erwartet zu viel, aber ich habe ja nichts zu sagen. Wenn du diesen Test bestehst, erscheint das dritte Stück des Siegels. In Ordnung. Fertig? Los! Was soll ich tun? Ach so, okay. Das ist doch nur Reaktion. Hat doch nichts mit Intelligenz zu tun. 400! 400! Alter! Weiter so! Du kannst es! Ich muss erstmal erkennen, was das überhaupt ist. Weil ich bin froh, dass die ein bisschen farbig sind. So. 400! Das ist echt krass. Okay, dann bist du eben gut. Gibt's hier auch Gold und so einen Scheiß? Weil das ist echt gar nicht so einfach. Ich muss mich echt konzentrieren und kann jetzt auch nicht viel sprechen. So. Dass du es so weit geschafft hast. Gerade mal 100 haben wir, ey. Brauchst du schön die Polizei noch, ne? Finde ich auch nicht schlecht. So. Mein Gott, wie viel kommen denn da noch, ey? Also da oben die Punkte. Wow, nicht schlecht. Sie haben gerade mal gleich die Hälfte erreicht, ey. Das ist echt traurig. So. Nein! Fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Nur die Symbole, die du siehst. Ja, ja, laber mich nicht voll. Muss mich konzentrieren. Jetzt habe ich aus Versehen einmal zu viel gedrückt. Obwohl da keiner war. Es hat auch als Fehler gezählt. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Echt nicht. Eieiei. Oh Gott. Da muss man echt mal ein bisschen mitzählen, auch wie oft man gedrückt hat, ne? Aha, aha. So, wir haben es gleich. Ja, wir haben es. Okay. Und siehe, das Siegel von Mar ist nun komplett. Onin sagt, die 3 Artefakte, die du aus dem Bergtempel geholt hast, sind Relikte des uralten Lichtturms. Alte Lieder erzählen, wie dieser Lichtturm einst auf die Stätte von Mars Grab schien. Ich singe euch eins dieser Lieder vor. Durch die Nebel der Zeit schien Mars Licht weit und breit. Oh, halt ein, Caruso. Sag uns einfach, was wir jetzt tun sollen. Ignoranten Barbaren! Ihr müsst die 3 Artefakte zu Mars Tor bringen. Nur dann wird sich der Lichtturm erheben und das Grabmal enthüllen. Okay, der alte Mann ist böse. Das weiß man jetzt schon. Regelt das Gebiet ab. Achso, nein, ich möchte nicht nochmal mit dir sprechen. Ich krieg keine Trophäe dafür, dass ich die 400 Dinger da mal eben so gerockt habe. Ich will es nochmal wissen. Nein, ach Gott, ich Idiot. Falsch.